Hallo und herzlich willkommen zu Quantum Conundrum, Portal, nee, Quantum Conundrum, Quantum Cavindrum, ja, Episode 6. Eine schwerwiegende Entscheidung heißt das Kapitel. Oh, ich muss mal kurz den Timer starten. So. Oder Fisch. Dieses Fischmotiv, das ist mir aber auch irgendwie, das kenne ich irgendwo her. Also das mit dem Fisch, mit der Lampe oben dran. Ich weiß gar nicht mehr, woher das war. Auf jeden Fall trägt er eine komische Käppi. Ah, The Fluffy Dimension. That red battery will provide enough energy to enable the IDS device to widen the heavy dimension rifts in this area. Ja, steche ich die jetzt da rein. Zack. Ach so, jetzt kann ich es mit R2 kann ich es leicht machen und mit L2 schwer und mit Dreieck normal. Okay, ändert sich auch alle Fisch wird hier wieder. Das ist halt witzig, wie sie die Gemälde verändert haben dann immer. Okay, dann diese Pappbox beschwert das eine Teil. Und der Safe beschwert das andere. Achso, und jetzt in die Schwere, genau. So. It appears this dolly got stuck on an infinite loop. How unfortunate. Der lasert es immer weg. Okay. Leckt's. Es leckt. Ja, okay, jetzt ist ja klar, muss ich die schwere Dimension aktivieren, damit das durchknallt, oder? So. Ungefähr. Ah ja, ich habe es anscheinend aus einer Endlosschleife befreit. Die Ritter auch was wollen. Jetzt wird nur das Grund. Jetzt ist ein Hammer. Okay. Und. Na, ah, das war nix. So. So, ja, wird's schon knärbelig hier. Seems to be a large expanse of piles and pits filled with various random objects. Achso, ich kann jetzt nichts. Keinen Dimensionswechsel machen, weil ja keine Batterie irgendwo eingesetzt wurde. Was haben wir hier? The Call of the Wild Phenomena. Und. Ah! Schön, wenn was kaputt geht, ne? Viel Pulsar. Und zack. Und zack. No, not where you are. Here, in this confounded place. Are those hard candies? They're a little fuzzy. Ugh. Pleasant. Okay. Das war, nee, das war nicht diese Episode, das machen wir nicht. Jetzt, in flauschigen Stufen zum Ziel kommt jetzt noch hinten dran. 3-Minuten-Episode gibt's nicht. Sowas. Da war ich ja jetzt schnell durch. Nice job. No, not really. Nah, not really. With the increased density and higher melting points of items in heavy dimension, quadrangle laser beams are rendered rather ineffectual. Okay, also wenn ich in die schwere Dimension gehe, dann werden die Objekte sozusagen resistent gegenüber den Strahlen.
Wie behämmert, ey. Madre. Okay, da ist wieder so ein Zerlaserer. Oh, da oben sind ganz viele von diesen Dingern. Die spucken alle. Oh! Nein! Warum tut es das? Ach, die müssen dann direkt in die, Ja, okay, natürlich. Die müssen direkt in die schwere Dings versetzt werden. Oh, falscher Knopf. Aber ich will hier auch durch. Ach nee, da geht's. Okay. Tut er mir weh, der Laserstrahl? Tut mir bestimmt weh, ne? Ich kann gar nicht in die Fluffy Dimension jetzt. Der Laserstrahl muss da was abtragen, damit ich da hochkomme. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Der Laserstrahl muss was abtragen. Like most things in life, timing is key. Ah, scheiße, der hätte noch gemusst. Scheiße. Aber vielleicht geht's auch so. Nein, so geht's nicht. Okay. Das ist witzig. So, nee, das passt doch gar nicht. Ach, Kinders. So, der muss hier einen wegsäbeln. Zack. Zack, zack. Den muss er da lassen. Und dann muss er hier säbeln. Und dann, nein, da hätte er wieder säbeln müssen. Ah, scheiße. So. Jetzt bei der ersten Reihe muss er säbeln. So. Dann muss er da einen da lassen und ab hier säbeln. Und dann da einen wegsäbeln. Okay. Jetzt müsste ich es haben. I came across Ike some time ago, and he decided to follow me back to the manor. Hello, Ike. Tschüss. Ah, guck mal hier. Awkward noise. I believe Ike stole these and hid them at one point. He's rather fond of shiny objects. Und? Destruktiv mal vorgehen hier. Oh, das ist hängen geblieben. Hängen geblieben. So. Jetzt können wir auch in die Fluffy Dimension und dann können wir nämlich jetzt hier oben auch. Nee, bringt uns das überhaupt was? Mir das überhaupt was? Was heißt uns? Also. Will ich mal was ausprobieren hier. Ha! Zack! Schauen wir nicht durch. So, jetzt nehme ich mir hier den Safe mit. Zack! Not half bad. Super, ne? Gar nicht übel, ne? Ja, war gut. Das sind mal sozusagen hier diese Dinger, wo man dann quasi mal 3 Minuten lang nicht sein Gehirn benutzen muss und einfach nur durchlaufen muss und so wie ich randalieren kann, wenn man ein Freund der gepflegte Randal ist. Lord Widget Pompadour Fluffington the Fourth. Or Widget the First. He somehow wound up in one of the Dolly cloning control units.
I specifically constructed his monocle to fit him. Who knew it would be so impossible to find a cat-sized monocle? Preposterous. Sadly, Widget the First has since passed on. But his memory is alive, somewhat. So I want to clarify that Dolly is great for cloning inanimate objects, but she's not entirely capable with organic ones. This is Widget's first generation clone. We named this one Colonel Fluffy McScratchers, or Widget the Second. Widget the Second is still mostly together and functional as a cat, but just a little wall-eyed. I just had to pass Widget the Second through Dolly again. I just couldn't resist. Definitely learned my lesson with this one. Technically, his name is Widget the Third, though he often responds to derp. I often find him walking around in circles while staring at his feet. Very friendly, but possesses the intelligence of a sack of rocks. Derp. Er hört auf den Namen Derp. Das kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Das ist ganz okay, Nadel im Heuhaufen in der nächsten Episode. Macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir wie immer Kommentare da. Bis dann, ciao.